Es kann für reiche und arme Menschen schwer sein, die gemeinsame Basis zu finden, aber Freundschaft ist magisch und das Herz will das. Der Literaturunterricht beginnt mit schlechten Nachrichten. Ein Test. Vicky, Jakob, was schreibt ihr da? Ich bin zu faul zum Lernen. Es ist besser zu schummeln. Hey, was ist das? Ja, es regnet Geld. Für alle. Selbst Mr. White kann das nicht ignorieren. Und während alle versuchen, das Geld zu fangen, bekommt Marie die Antworten. Warum für den Test lernen, wenn man mit Magie alles bekommt? Komm schon, beeil dich, schreib! Geld löst alles, sogar Tests. Es gibt eine Kleiderordnung und eine Gästeliste. Ich habe vergessen, meine Taschen voller Geld zu zeigen. Es ist mir ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Aber nicht jeder hat so viel Glück. Fräulein, gehe wieder. So ein unhöflicher Mann. Ich werde dafür sorgen, dass er das bereut. Mit meinen weiblichen Reizen. Fräulein, das hat nichts geändert. Aber Julia will so gern auf die Party. Hey, warum weinst du denn? Ich darf nicht in den Club. Gib mir eine Minute, ich kümmere mich drum. Mit der Art von Geld kann Amanda jede Tür öffnen. Oh, wie lange muss ich noch warten? Da ist sie. Sie ist nicht allein, sie hat den Manager dabei. Phil, das ist der Besitzer des Clubs und er hat dich gerade gefeuert. Julia, willkommen auf der Party. It's time to rock. An diesem schönen Tag. Marie, lass dich nicht ablenken. Die Schüler tun alles andere als lernen. Ein Partyhut und ein Partyhorn. Feiert Mr. Seton ein Fest? Die Schüler können ihre Lehrer nicht ohne ein Geschenk verlassen. Der Papierhut wird ihr gefallen. Eine Taube aus Papier? Schließlich ist das ein Geschenk. Das ist für dich. Viel Glück. Wer braucht ein Stück Papier? Es kommt nicht auf das Papier an, nicht wahr, Frau Seton? Was? Tickets? Nach Mexiko? Wow! Alle sind entlassen! Uhu! Doch am Flughafen wartet eine Überraschung auf Mrs. Seton. Tut mir leid, das Ticket ist nicht gültig. Was für ein Scherz! Marie, das hätte ich nicht von dir erwartet. Julia wartet auf die Gäste. Na, endlich habe ich es zu dir geschafft. Ist das Gips? Ja, das kommt davon. Nun, das ist meine Wohnung. Setz dich. Direkt auf dem Boden? Fast. Oh, wie konnte ich so tief fallen? Was ist das? Eine Auszeichnung? Oh ja! Reiten, Schwimmen, Rennen! Ich bin die Königin bei Extremsportarten. Ja, du lebst hier auch unter extremen Bedingungen. Und was ist das? Schimmelpilz? Probier es lieber nicht. Das ist kein Essen. Ups, es sieht so aus, als wäre Julia spät dran. Was für ein erstaunlicher Geschmack. Das Beste am Reisen ist die Rückkehr nach Hause. Wow, was für ein schwerer Koffer. Hier, das ist für dich. Trinkgeld? Wir sind doch Freunde. Erzähl mir stattdessen, wie es war. Oh, es war fantastisch. Schade, dass du es dir nicht leisten kannst. Wir waren in Rom, in Santiago, Australien, Kolumbien, Peru. Ich war schon an so vielen Orten. Ich kann mir alles leisten. Ich schätze, das verstehst du nicht. Ha, ich kann auch um die Welt reisen, sogar ohne das Haus zu verlassen. Der Globus dreht sich und das Flugzeug fliegt.
Oh, warum soll ich den Stapel von Büchern herumschleppen, wenn ich reich bin? Ich muss einen persönlichen Assistenten einstellen. Autsch! Das tut weh! Mein kleiner Zeh, ich brauche sofort einen Arzt. Hallo, Krankenwagen? Hallo? Bitte kommen Sie schnell! Oh nein, Miss Marie ist in Schwierigkeiten. Nicole, hör auf, du könntest fallen. Stillsitzen? Kenne ich nicht. Hab ich doch gesagt. Es tut weh. Krankenwagen, ich habe einen Knochenbruch. Helft mir! Aber niemand kümmert sich um die arme Studentin. Geh zur Seite. Fräulein, aus dem Weg. Was? Ist das Marie? Das ist so unfair. Oh, Reiche. Amanda hat eine Idee. Ich habe mir was überlegt. Das Einzige, was mir zur vollkommenen Freude fehlt, ist mein eigener Planet. Du willst die ganze Erde kaufen? Geht's dir gut? Julia weiß, was zu tun ist. In der Nähe gibt's einen Laden, der Planeten verkauft. Lass uns da schauen. Wow, was für eine Auswahl. Warum braucht dieses verrückte Mädchen Planeten? Ist doch egal, sie kann alles mitnehmen. Ich wusste gar nicht, dass es einfach ist, die zu kaufen. Reiche Leute müssen nie hart arbeiten. Gegen Aufpreis können sie sich einen persönlichen Fahrstuhl mit Annehmlichkeiten leisten. Miss Nicole, ihr Fahrstuhl ist da. Hey, warte auf mich! Halt, kein Trinkgeld? Die Treppe ist da drüben. Das passiert immer. Miss Nicole, ihr Getränk. Toller Service. Alles geht, solange man bezahlt. Und während das reiche Mädchen im Aufzug chillt, kämpft Marie mit der Treppe um ihr Leben. Hier ist die richtige Etage. Ich frag mich, wo Marie ist. Oh, da bist du ja. Armes Ding, noch nicht fertig. Diesem Outfit fehlt etwas an Schmuck. Fangen wir mit einem großen Halskette an. Gold ist schließlich luxuriös. Ohrringe? Ringe? Eine schicke Lederjacke, ein Lederarmband und der teure Look ist vollständig. Die Schuhe, die Handtasche, ich denke, es ist fertig. Es ist perfekt, ich bin perfekt. Kein Geld, kein Problem. Was soll ich anziehen, um alle zu beeindrucken? Obwohl es die Auswahl nicht gibt. Ein Set Kinderschmuck? Wird gemacht. Alte Turnschuhe. Jetzt noch ein Gürtel. Fertig. Das ist die Garderobe von Alice. Es sieht aus wie ein Traum. Die Auswahl ist unglaublich. Es ist wie bei einem echten Showroom. Ich möchte was tragen. Und diese teuren Schuhe sind genau richtig. Hätte ich ganz vergessen, sie passen prima. Jetzt kann ich zu meinem Date. Moment, wo bin ich? Ich habe mich in meinem Kleiderschrank verlaufen. Wo ist der Ausgang? Hilft mir jemand? Oh nein, Hilfe! Obwohl Lucy nicht reich ist, ist sie glücklich. Oh, wo bin ich? In der Bibliothek? Es wäre schön, eine Dusche zu nehmen. Oh Mann, wo finde ich ein Badezimmer? Alle Sachen von Lucy passen in einen Rucksack. Soll ich mich mit Lufterfrischer waschen? Oh, erfrischend. Wo ist das Handtuch? So ist es besser. Jetzt kann ich mich anziehen. Ein Pullover über das T-Shirt und schon ist das Outfit fertig.
Was für eine Zeitersparnis! Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!